Die Berlin-Tag- und Nachtdarsteller erleben beim Jubiläumsdreh Emotionen pur. Am 12. September feiert die Reality-Seifenoper ihr 10-jähriges Bestehen. Einen Tag später strahlt RTL 2 die Jubiläumsfolge zum runden Geburtstag aus. Und die hat es in sich. Eigentlich soll es für Joe und Paula der schönste Tag ihres Lebens sein. In der emotionalen XXL-Folge in Spielfilmlänge heiratet das TV-Paar. Doch die Hochzeit endet im Desaster. Theo taucht plötzlich mit einer Waffe auf. Im Kugelhagel trifft Theo Joes Tochter Hannah und verletzt sie schwer. Diese aufregende Storyline begeistert nicht nur Fans, sondern auch die Darsteller. Im Promi-Flash-Interview lassen Martin Wernicke und Lutz Schweigel den emotionalen Dreh zum 10-jährigen Revue passieren. Die BTN-Stars verraten: Die Dreharbeiten zu der Jubiläumsfolge sind auch für die Laiendarsteller eine Achterbahn der Gefühle. Lutz, der die Rolle des Bräutigams Joe spielt, erinnert sich: Wie ich den Hochzeitsdreh empfunden habe, war für mich mega spektakulär. Was Martin schon angesprochen hat, wir haben ein riesen Aufgebot da gehabt. Von Jungdarstellern bis Altdarsteller, alle da und hochkonzentriert. Zwischendurch gab es natürlich immer mal das eine ausflippt, das eine mal ein bisschen aus. Aber das war durch die Emotion, weil so viel da war. Auch das Aufgebot an Technik und Licht war spektakulär. Und wie gesagt, die Emotionen, die wir spielen durften und auch konnten, war von Himmel hoch jauchzend bis dramatisch. Außerdem findet der Motorradfan, dass die BTN-Macher mit der Geschichte dem Sendungsgeburtstag eine würdige Folge verleihen. Es ist ja ein mega Ereignis und dadurch, wie es gedreht ist und wie es gespielt ist, finde ich es dafür angemessen und spektakulär. Klar hätte es bestimmt andere Alternativen auch noch gegeben, aber das war nun mal das, was da ist. Martin, der in der Folge Joes Trauzeugen Basti verkörpert, schwärmt vor allem von der guten Zusammenarbeit des Teams. Ich habe diesen ganzen Dreh als sehr ordentlich und gesittet Tatsache erlebt, wie so eine Klassenfahrt, wie so eine Arbeitsklassenfahrt, wenn man will. Alle waren da, alle haben sich vertragen. Tatsächlich kommen alle BTN-Darsteller für den Dreh zum 10-jährigen Jubiläum zusammen und feiern gemeinsam den Geburtstag der Serie. Grund genug, um nochmal zusammen in Erinnerungen zu schwelgen und alte Zeiten aufleben zu lassen. Auch Lutz und Martin denken an ihre Anfänge bei Berlin Tag und Nacht zurück. Als BTN-Urgesteine sind die beiden seit Beginn an in der Serie vertreten. Dass sie jetzt ihr 10-jähriges Bestehen feiern, können die Schauspieler nicht fassen. Doch Joe-Darsteller Lutz kommt ins Grübeln. Bei mir mit gemischten Gefühlen. Zum einen, ja, 10 Jahre haben wir geschafft. Es ist 10 Jahre Berlin Tag und Nacht, was ich sehr krass finde, weil es nie jemand gedacht hätte, dass so ein Format überhaupt so lange läuft. Aber auch mit einem anderen wachsamen Auge, was wird in den nächsten 10 Jahren kommen? Gibt's uns dann noch? Laufen wir noch so lange? Auch BTN-Fans hoffen, dass das Scripted Reality-Format mit ihren Lieblingsdarstellern noch ganz lange für sie erhalten bleibt. Und dass sie sich auch zum 20. Jubiläum von Berlin Tag und Nacht auf eine Megafolge wie diese freuen dürfen.